Hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr habt euch daheim schon schön gemütlich gemacht. Ich habe jetzt für euch ein kleines Lernvideo aufgenommen. Und zwar werden wir uns noch ein paar zusätzliche Übungsaufgaben zum Pythagoras im gleichschenkligen Dreieck anschauen. Die Übungsaufgaben stammen aus eurem Buch. Manche werden es vielleicht noch nicht wissen, aber euer Buch heißt Das ist Mathematik 3. Die Übungsaufgabe, die erste, findet ihr auf der Seite 217, es ist die Nummer 886. BC. Um was geht es bei der Nummer? Es geht, wenig verwunderlich, um ein gleichschenkeliges Dreieck. Was haben wir gegeben? Wir haben gegeben die Seite C mit 26 mm, die Höhe auf C mit 84 mm. Im letzten Video habt ihr bereits die wichtigsten Grundlagen zur Berechnung im gleichschenkeligen Dreieck kennengelernt. Ihr wisst zum Beispiel, dass wir das gleichschenkelige Dreieck, also wir den Pythagoras verwenden können, indem wir das Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke unterteilen. Was ist jetzt gesucht? Gesucht ist die Seite A, beziehungsweise eigentlich die Seite B auch, weil A ist ja gleich B, gilt im gleichschenkligen Dreieck. Somit sind die beiden Freunde hier gleich lang. Naja, wie könnte man jetzt darauf kommen? Wie ich schon gesagt habe, wir werden den Pythagoras verwenden, weil wir hier ja ein rechtwinkliges Dreieck haben. Hier sind beide ja rechtwinkelig. Naja, das erste ist einmal, wir brauchen einmal hier diese Seite. Die Höhe hier unterteilt unser gleichschenkliges Dreieck ja in zwei gleich große rechtwinklige Dreiecke. Und somit ist diese Seite genau die Hälfte von C, also von der ganzen Seite. Wie komme ich auf diese Hälfte? Na, ich gehe her und dividiere C einfach durch 2 und habe dann 13 mm. Also habe ich diese Seite hier jetzt gegeben und die Höhe auf C. Naja, jetzt kann ich mir überlegen, wie berechne ich jetzt B? Wie schon gesagt, Pythagoras, das ist die Hypotenuse und somit gilt, oder eigentlich A streng genommen, weil ja A gesucht ist, berechnen wir dann die Wurzel aus, hc² plus c halbe zum Quadrat. Stellt euch bitte einfach vor, dass da A steht, ich habe leider keine gescheite Skizze im Internet gefunden. Naja, jedenfalls schauen wir weiter. Was muss ich jetzt machen? Na, einfach die Zahlen einsetzen. Vorsichtig hier. Hier steht ja Klammer. C halbe zum Quadrat. Die Klammer ist hier überlebenswichtig. Die dürft ihr nicht vergessen. Weil eigentlich steht dann, wenn wir die Klammer wegtun, C Quadrat durch 4. Denkt dran. Zähler zum Quadrat, Nenner zum Quadrat. Rechnen mit Potenzen. Haben wir eigentlich schon gemacht. Sollte mittlerweile sitzen, wenn nicht, wisst, was ihr jetzt zu tun habt. Gut, setzen wir einfach ein, 84 für hc und wir wissen auch schon, was c halbe ist, 13 kommt dann hier hin und somit haben wir 13 zum Quadrat. Rauskommen tut dann 85 mm für die Seite A bzw. B. Erste Teilaufgabe erledigt. Zweite Teilaufgabe. Wir sollen jetzt die Fläche berechnen. Ist jetzt auch nicht so die Hexerei, denn ihr kennt ja hoffentlich schon die Flächenformel im allgemeinen Dreieck. Und zwar ist die immer Seite mal Höhe auf die Seite durch 2. Ja, und nachdem wir jetzt C und HC gegeben haben, werden wir hoffentlich mittels Hausverstand diese Formel verwenden. Also C mal HC durch 2. Wieder ganz einfach, Zahlen für die Variablen C und HC einsetzen. Haben wir also 26 mal 84 durch 2. Immer an das durch 2 denken. Nichts vergessen, weil sonst haben wir das Parallelogramm berechnet. Was kommt raus? 1092 Quadratmillimeter umgeformt auf Quadratzentimeter ergibt es dann 11. Denkt dran, wir haben Quadrat, also müssen wir 100 wandern und nicht nur 10. Weiter geht die Reise. Was brauchen wir jetzt noch? Da steht, bitte denkt euch, dass da Höhe H steht. Wir brauchen jetzt die Höhe auf A. Somit müssen wir die Flächenformel umformen, von der wir ausgehen. Denn wir könnten ja auch die Fläche mit A mal HA berechnen. Wie komme ich jetzt auf die Höhe auf A? Naja, umformen. Probiert das einmal für euch selbst.
Schaut, ob es das gleiche rauskommt wie bei mir. Und zwar müsste am Ende stehen, HA gleich 2 mal die Fläche durch A. Und somit ist die Höhe auf A, also nicht die Fläche, denkt, sondern steht Höhe auf A, 2 mal 1096 durch 85 und als Ergebnis kommt dann raus, gerundet 26 mm. Erste Aufgabe ist schon erledigt, das war BC. Kommen wir nun zu Cäsar. Cäsar ist jetzt schon ein bisschen kniffliger, aber nur ein bisschen. Und zwar ist da gegeben, dass die Seite A 85 mm ist, dass die Höhe auf C 42 mm ist. Also haben wir gegeben, da die Seite A, beziehungsweise eigentlich auch B, und die Höhe. Also ihr seht schon, dieses Mal ist die Hypotenuse gegeben. Und suchen da mal da unten die Seite C. Naja, vielleicht seht ihr schon, wo da ein bisschen die Krux versteckt ist. Und zwar, wenn wir da jetzt unseren Pythagoras hernehmen, rechnen wir uns ja eigentlich nur die Hälfte von C aus. Aber schauen wir uns das einmal genauer an. Normalerweise gilt ja im rechtwinkligen Dreieck, in dem Fall wird es auf der rechten Seite sein, a Quadrat ist hc zum Quadrat plus c halbe zum Quadrat. Naja, nachdem ich jetzt ja a und hc gegeben habe, muss ich das Ganze umformen. Probiert das wieder selber. Am Ende soll es so ausschauen. C halbe ist gleich Wurzel aus a Quadrat minus hc zum Quadrat. Wir lassen uns jetzt einmal davon nicht beirren, dass da c halbe steht. Ignorieren wir das jetzt einstweilen einmal und gehen her, setzen ein und rechnen aus. Rauskommen tut dann c halbe ist 40 mm. Naja, das ist jetzt nur c halbe, also die Hälfte. Wie komme ich aufs Ganze? Na, ganz einfach eigentlich, mal 2 rechnen. Was kommt dann raus? C, also die Seite da unten, ist 80 mm. Was fehlt jetzt noch? Die Fläche bzw. die Höhe auf A wieder. Wie kommen wir auf die Fläche? Naja, verwenden einfach wieder die gleiche Formel. Wir haben mit C gerade berechnet und HC gegeben. Einsetzen, ausrechnen. Fertig ist die Geschichte. Rauskommen soll 1680 Quadratmillimeter. Umgerechnet wieder zur Verschönerung, wenn wir so große Zahlen haben wollen, 16,8 Quadratzentimeter. Also von Quadratmillimeter auf Quadratzentimeter. Bitte immer dran denken, nicht auf die Maßeinheiten vergessen, sonst stirbt ein Katzenbaby. Weiter geht die Reise. Jetzt steht da wieder Fläche, bitte wieder Höhe auf HA denken. Wie kommen wir auf die Höhe auf HA? Naja, wir gehen wieder von unserer Flächenformel aus, wo im HA enthalten ist, formen die um, setzen ein, rechnen aus, rauskommen soll 58 mm. Also das waren jetzt mal ein paar grundlegende Berechnungen im gleichschenkeligen Dreieck. Kommen wir zu einer kleinen Anwendungsaufgabe. Und zwar, der Samira ist ein bisschen fad, deshalb wird sie tanzen und macht dort diese wunderbare Pose. Ihre Füße haben einen Abstand von 0,56, also das heißt, die Beinhaxen da sind 0,56 Meter auseinander. Und ihre Beinlänge, naja, was ist die Beinlänge? Das da ist die Beinlänge. Die Beinlänge beträgt 85 cm. Jetzt überlegt sie mal, wenn sie diese Pose macht, welche Form ist denn das? Was kommt denn da raus? Was könnte man sich da denken vereinfacht? Ja, genau, die Wifzacks sind draufgekommen. Ein gleichschenkeliges Dreieck ist das. Also wieder sowas. Und die Beinlänge, da bezeichnen wir es halt mal mit B, ist 85 cm. Und der ganze Abstand da unten ist 0,56 Meter. Schreiben wir uns das immer auf. Das heißt, C 0,56 Meter, umgerechnet 75 cm, B 85 cm. Aber was wollen wir jetzt eigentlich wissen? Wir wollen wissen, um wie viel Zentimeter sie kleiner ist, wenn sie da diese Pose macht. Das heißt, sie geht ja ein bisschen zusammen dann. Sie wird ja nicht mehr so groß wie vorher, weil sie nicht aufrecht steht. Skizze haben wir gerade gemacht und jetzt sollen wir eben den Unterschied zur geraden Position berechnen. Naja, wie könnte man das jetzt angehen? Irgendwie bräuchte ich da diese Höhe, weil die verändert sich. Überlegt, wenn sie gerade steht, können Sie bei euch selber ausprobieren, wird die Höhe da bis zum Unterschenkel ein bisschen höher sein. Ne? Also da bis zum Becken ein bisschen höher sein. Machen wir das einmal und schauen wir uns das einmal genauer an. Naja, das heißt, wir werden diese Höhe brauchen. Wie komme ich auf die Höhe HC oder auf die Höhe H? Naja,
Ich setze einfach ein, beziehungsweise verwende den Pythagoras. B Quadrat, Beinlänge, minus C halbe zum Quadrat. Eingesetzt, 76,3 cm. Versucht es euch das nochmal ein bisschen zu veranschaulichen und genau zu überlegen, warum das jetzt so ist. Ne? Denkt dran, es entsteht einfach wieder ein rechtwinkliges Dreieck und wir verwenden den Pythagoras. Dann wissen wir, wie hoch die Höhe auf C ist. Was gab es denn jetzt? Wie kommen wir jetzt auf die Differenz? Was müssen wir da machen? Ihr werdet jetzt vielleicht auch gleich eine Frage bekommen dazu, die bloppt. Jetzt dann. Und schauen wir mal, ob ihr das richtig gemacht habt. Und zwar, naja, wie komme ich auf die Differenz? Ich gehe her und weiß, die Beinlänge, also wenn ich ganz gerade stehe, habe ich eine Höhe von 85 cm. Naja, jetzt stehe ich aber gespreizt da. Jetzt ist die Höhe 76,3 cm. Das heißt, ich nehme die Differenz der Beinwerte und sehe dann, oha, 8,7 cm sind der Unterschied. Ja, meine Lieben, das war mein erstes selbst erstelltes Video für euch mit ein paar Übungsaufgaben. Ich glaube, das werde ich jetzt öfters machen. Ich hoffe, es ist von der Qualität her einigermaßen brauchbar. Ihr werdet jetzt dann, wie im E-Mail angekündigt, noch eine kleine Hausübung haben mit passenden Übungsbeispielen. Am Mittwoch kommt dann das nächste Video. Macht's gut und vor allem, meine Lieben, bleibt bitte gesund. Ciao, baba.